Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Gräben schließen und zusammenarbeiten für Niederösterreich. Das ist die Zielsetzung, der wir uns seitens der Volkspartei Niederösterreich und ich mich persönlich verschrieben habe nach der Landtagswahl am 29. Jänner. Denn es sind Gräben aufgerissen, und zwar nicht erst seit der Landtagswahl, sondern diese Gräben haben schon viel früher begonnen. Gräben zwischen den politischen Parteien, Gräben in der Gesellschaft, ja Gräben auch in unseren Familien. Und wenn es einen besonderen Graben gibt, dann ist es sicherlich auch der Graben zwischen der Volkspartei Niederösterreich und der Freiheitlichen Partei in Niederösterreich. Dann sind es auch die Gräben zwischen mir und Udo Landbauer. Doch für Niederösterreich zu arbeiten, bedeutet vor allem auch, bereit zu sein, diese Gräben zu schließen. Und dazu bin ich bereit, und ich denke, dazu ist auch Udo Landbauer bereit. Wir sind beide bereit und wissen, dass das für uns beide eine gewisse Überwindung darstellt. Und wie Sie sich erinnern, sind wir am Freitag vor Sie hingetreten und haben Sie darüber informiert, dass wir mit Verhandlungen beginnen zwischen der Volkspartei Niederösterreich und der Freiheitlichen Partei, um zu einem Arbeitsübereinkommen zu kommen. Und wie Sie wissen, haben wir auch das Wochenende genutzt und haben intensiv gearbeitet, haben uns intensiv mit Themen auseinandergesetzt, mit einer ganz klaren Zielsetzung, hier ein gemeinsames Programm mit gemeinsamen Zielsetzungen zustande zu bringen. Und selbstverständlich auch Maßnahmen gemeinsam zu entwickeln, die uns in Niederösterreich voranbringen in einer dynamischen Entwicklung. Auf der Agenda am Wochenende standen sehr viele herausfordernde Themen. Themen wie Verkehr, Bildung, Familie, Integration, Kinderbetreuung und auch Sicherheit. Also ein dichtes Programm, das wir am Wochenende abzuarbeiten hatten. Und diese Gespräche waren geprägt davon, dass wir Gemeinsamkeiten in den Mittelpunkt gestellt haben, gemeinsam daran gearbeitet haben, gemeinsame Lösungen für Niederösterreich und die niederösterreichischen Landsleute zu finden. Und ich kann sagen, ja, es wurde professionell gearbeitet, es wurde auch gut gearbeitet, aber ja, es wurde auch in aller Härte intensiv diskutiert. Und auch wenn wir aktuell uns auf einem guten Weg befinden, wir haben noch viele Herausforderungen vor uns bis zum Abschluss eines Arbeitsübereinkommens. Und ich muss auch sagen, diese Herausforderungen bis dorthin sind groß. Und diese Herausforderungen werden natürlich zusätzlich erschwert durch die zeitliche Komponente. Denn Sie wissen, die Zeit ist knapp. Sie wissen, die Volkspartei Niederösterreich hat zunächst versucht, mit der SPÖ Niederösterreich ein Arbeitsübereinkommen zustande zu bringen. Aber unser guter Wille und unsere Bereitschaft zur Zusammenarbeit wurden letztendlich ausgenutzt. Die neue Wiener Spitze der SPÖ Niederösterreich hat die Verhandlungen in Wahrheit nur dazu genutzt, um sich persönlich zu profilieren. Sie haben mit den Interessen der niederösterreichischen Landsleute gespielt, aber Sie wissen, mit Niederösterreich und mit den niederösterreichischen Landsleuten spielt man nicht. Daher haben wir die Notbremse gezogen und haben auch die Verhandlungen mit der SPÖ Niederösterreich gestoppt. Gestoppt, weil die Ernsthaftigkeit gefehlt hat und weil Niederösterreich kein Spiel ist. Dann erst sind ÖVP und FPÖ aufeinander zugegangen, haben einen Schritt gesetzt und haben diese Verhandlungen auch in aller Ernsthaftigkeit begonnen. Diese Verhandlungen müssen, und das ist das Schwierigste,
innerhalb kürzester Zeit letztendlich auch gemacht werden, beziehungsweise in dieser kurzen Zeit haben wir noch einiges an Aufgaben zu lösen. So muss innerhalb kurzer Zeit eine intensive Beschäftigung stattfinden mit den Themen, Themen, die die Menschen bewegen, Themen, die Niederösterreich im Mittelpunkt stellen. Und das gerade in einer Zeit, die äußerst herausfordernd ist, ja wohl in der herausforderndsten Zeit unserer Generation, wo die Menschen natürlich tagtäglich konfrontiert sind mit globalen Krisen und deren Auswirkungen. Aber nicht nur inhaltlich müssen wir uns auseinandersetzen und Lösungen finden, sondern vor allem wichtig ist auch, innerhalb dieser Verhandlungen auch Vertrauen zu finden, eine professionelle Vertrauensbasis zu finden zwischen beiden politischen Parteien, zwischen der Volkspartei Niederösterreich und der Freiheitlichen Partei. Und Sie wissen, dass gerade in den letzten Jahren es kein vertrauliches Verhältnis, auch kein Vertrauen zwischen der Volkspartei Niederösterreich und der FPÖ Niederösterreich gegeben hat. Wir müssen dabei beide über unseren Schatten springen. Und selbstverständlich ist es für die FPÖ notwendig, hier auch zu sehen, dass sie eine neue Rolle einnehmen muss. Denn Sie wissen, sie agiert jetzt aus einer Rolle heraus, wo sie in den letzten Jahren zwar aufgrund des Proporzsystems in der Regierung war, aber selbstverständlich auch immer wieder Opposition gemacht hat und vor allem die Regierung immer wieder kritisiert hat. Das heißt, selbstverständlich ist es jetzt auch wichtig, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung und zu sehen, dass es nicht immer einfache Lösungen gibt. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auf der ersten Ebene, der Sachebene, haben wir meines Erachtens bereits einiges zustande gebracht. Sei es jetzt am Wochenende in der Frage der Integration, wo wir uns einig sind, dass es ganz klare Spielregeln braucht in Sachen Integration, dass hier vor allem der deutschen Sprache eine ganz wesentliche Rolle zukommt, um die Menschen bei uns im Land und in der Gesellschaft auch integrieren zu können. Wir haben auch viele Gemeinsamkeiten gefunden, gerade im Bereich Familie als auch der Kinderbetreuung. Aber auf der zweiten Ebene liegt die Hauptaufgabe noch vor uns. Wie gesagt, nämlich ein professionelles Verhältnis zwischen ÖVP und FPÖ zu finden. Es braucht hier einfach ein seriöses Grundvertrauen. Ein Grundvertrauen, damit wir gemeinsam für Niederösterreich arbeiten können. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke, der Wille dazu ist von beiden Seiten da, aber Stand heute kann ich es Ihnen nicht sagen, ob wir das auch tatsächlich schaffen. Wie gesagt, Udo Landbauer und ich haben uns darauf verständigt, dass wir heute getrennte Statements abgeben. Das ist so vereinbart. Dank. Dass Integration ganz klar Spielregeln braucht und Deutschland eine zentrale Rolle spielen soll. Das finde ich sehr allgemein. Was bedeutet das konkret? Was haben Sie da besprochen am Wochenende? Ja, da wird es selbstverständlich ein Maßnahmenbündel geben, wo es darum geht, wie schaffen wir es, Integration zu verbessern. Da geht es selbstverständlich um gewisse Verhaltensregeln in der Schule. Da geht es selbstverständlich auch darum, dass die deutsche Sprache gewisse Grundvoraussetzungen darstellt, um eben an Förderungen zu kommen. All das wird in einem Maßnahmenpaket eben dargestellt werden und wird dann zur gegebenen Zeit auch gemeinsam präsentiert. Sie sprechen davon, dass es schwierig ist, Vertrauen wieder aufzubauen. Kann Vertrauen aufgebaut werden zwischen der ÖVP und der FPÖ, wenn die FPÖ sich de facto weigert, sie aktiv zur Landeshauptfrau zu wählen? Jetzt geht es uns einmal um die Inhalte. Wie schaffen wir es, gemeinsame Maßnahmen zu entwickeln? Wie schaffen wir es, gemeinsame Herausforderungen letztendlich auch stemmen zu können?
Das steht jetzt im Mittelpunkt. Und wie gesagt, ich habe das schon vor einigen Tagen ganz klar gesagt, es geht jetzt um die Interessen Niederösterreichs und nicht um persönliche Befindlichkeiten. Am Wochenende gehört, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man zueinander findet, bei 80% liegt, hat ein Verhandler oder ein Insider wurde zitiert. Wie würden Sie diese Chance beziffern? Ist die gesunken jetzt in den letzten Stunden? Wie gesagt, inhaltlich sind wir schon ein gutes Stück weitergekommen, aber selbstverständlich gibt es ja auch hier Punkte, über die wir noch diskutieren müssen, wo wir noch einen gemeinsamen Nenner finden müssen. Das ist das eine. Und zum anderen braucht es natürlich auch noch Zeit, um dieses Vertrauen auch weiter aufbauen zu können. Vielen Dank. Bitte. Sie haben auch den Bereich der Kinderbetreuung als einen Punkt angesprochen, wo man inhaltlich schon zueinander gefunden hat. Was wurde denn da vereinbart? Ja, ich glaube, hier haben wir eine ganz klare Linie, sowohl seitens der Volkspartei als auch der Freiheitlichen Partei in Niederösterreich, dass vor allem immer wieder die Wahlmöglichkeit unserer Familien im Mittelpunkt stehen muss, dass es hier keine Zwangsverpflichtung geben darf, sondern dass hier vor allem die individuelle Entscheidung der Familien im Mittelpunkt stehen muss. Dass Sie mit allen in der Regierung vertretenen Parteien ein Arbeitsübereinkommen anstreben, Sie haben die knappe Zeit erwähnt. Ist das mit der SPÖ noch ein Ziel oder ist das bereits beendet? Ja, Sie wissen, dass wir zu Beginn begonnen haben, mit der SPÖ zu verhandeln, aber dann aufgrund dieser Maßlosigkeit an Forderungen, die Milliarden kosten, wurde hier die Stopptaste gedrückt. Wir verhandeln jetzt und führen Gespräche mit der Freiheitlichen Partei. Auch das werden wir dann gemeinsam präsentieren, zu welchen Maßnahmen wir uns committen. Vielen Dank. Bitte. Sollen ÖVP und FPÖ die Gräben, die es gibt, auch auf Bundesebene verbinden, der Meinung nach, soll die ÖVP eine Zusammenarbeit mit der FDP nach der nächsten Nationalratswahl ins Auge fassen? Mein Ansprechpartner ist die Freiheitliche Partei in Niederösterreich, nämlich Udo Landbauer. Wir tragen Verantwortung für Niederösterreich. Vielen Dank. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann Dankeschön. Dankeschön.